30. Mal hat der Berliner Ruderclub zum vorweihnachtlichen Cross-Staffellauf geladen und die Berliner Laufgemeinde ist dem Ruf in Scharen gefolgt. Mehr als 400 Läufer kämpfen auf dem 6400 Meter langen Rundkurs durch den Düppeler Forst um Staffelgold und Ehre. Jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung für die Organisatoren vom BRC. Es wird immer schwieriger, genug ausreichend Leute dazu zu bekommen. Aber wir können dankbar sein den Leuten, die mit viel Engagement, viel Zeit hier immer wieder in all den Jahren dabei waren und auch diesmal hier ihren Mann gestanden haben, damit die Veranstaltung so, wie sie ist, durchgeführt werden konnte. Für die Teilnehmer bleiben diese Schwierigkeiten unsichtbar. Erst recht für die Kleinsten, deren verkürzte Strecke auch noch über immerhin 2,5 Kilometer geht. Aber auch Leistungssportler nutzen den Cross-Staffellauf als willkommenen Trainingswettkampf. Wie die Vize-Weltmeisterin und Olympia-Vierte von Rio im modernen Fünfkampf Annika Schleu. Für uns ist es immer ganz schön, so einen intensiven Dauerlauf, also für uns ist es ja schon deutlich über Distanz, mit einem kleinen Crosslauf zu verbinden, weil es einfach viel leichter ist, da auch wirklich ein bisschen mal mehr an seine Grenzen zu gehen, als wenn man es im Training aus eigenem Antrieb machen muss, mit dem Konkurrenzgefühl, mit dem, dass man sich mit irgendwelchen anderen Leuten hochziehen kann. Es macht einfach mehr Spaß. Der Spaß steht bei diesem Lauf auch für die Triathleten vom Team Friesen Weltraumjogger im Vordergrund. Was natürlich nicht bedeutet, den Wettkampfcharakter zu vernachlässigen. Schlussläufer Nils Dehne bringt den Vorsprung von fast 2,5 Minuten dann auch sicher ins Ziel. Im Schnitt laufen die Triathleten aus der zweiten Bundesliga die Strecke in 22 Minuten und 20 Sekunden. Respekt. Klar, man sieht schon bei den Leuten, die ein bisschen ambitionierter auf der Strecke unterwegs sind oder Leuten, die weniger ambitioniert unterwegs sind. Aber auf der Strecke sind alle gleich und für alles ist hart und meistens fokussiert man sich dann ohnehin auf sich selber. Aber es ist schön, dass so eine Wettveranstaltung ist, wo alle Leistungsklassen mit dabei sind. Schön auch, dass das Wetter hält an diesem ersten Adventssonntag. Ein rundum gelungener 35. Cross-Staffellauf also für die Berliner Laufgemeinde und für die Veranstalter vom Berliner Ruderclub.